Hallo und herzlich willkommen bei Dynamic Food. Ja, ihr seid immer in der Küche, wie immer, und heute kochen wir etwas Leckeres. Ja, heute wird's schweinisch. Was bedeutet das? Wir haben heute Schweinefilet. Schönes großes Stück. Dazu gibt es Fusillis, Bundesgemüse, Knoblauch und Crème fraîche mit Kräutern. Und dazu haben wir noch hier zwei dicke Möhren, die da auch noch drin sind. Unser Knoblauch schneide ich einfach am Ende ab und schäle ihn. Er ist schon ein bisschen älter, der Knoblauch. Das merkt man, weil die Schale so einfach hier abgeht. Desto frischer der Knoblauch, desto komplizierter geht die Schale ab. Das ist auch bei Eiern so. Das ist ein guter Trick, weil wenn die Eierschale schwer abgeht, dann haben wir eigentlich gute frische Eier. Stellen. Kennt ihr den Trick? Den Trick mit dem Knoblauch? Der Trick mit der Knoblauchknolle? Ganz einfach geht das. Ich nehme hier Salz über unser Knoblauch. Ordentlich Salz. Natürlich nicht zu viel. Und jetzt hacken wir das einfach hier ein bisschen. Das reicht für uns schon. Wir wollen es nicht zu cremig haben. Wir wollen natürlich noch ein bisschen Konsistenz haben nachher vom Knoblauch. Deswegen lassen wir das so. Ungefähr so ist perfekt. Und das. So, unsere Möhre schneide ich jetzt. Ja? Was ist denn das hier? So. In Scheiben einfach runter. Vier Finger. Wie immer. So. Und dann kann man das Messer als Leitfaden benutzen. So. Jetzt haben wir unser Fleisch hier. Das schneide ich hier oben. Wichtig bei so einem Fleisch ist immer zu gucken, ob es irgendwelche Stellen gibt, die nicht so schön aussehen, oder Sehnen. Hier das zum Beispiel, das kann man hier, oh, geht prima ab schon. Das kann man hier auch, wenn man ein gutes Messer hat, schon mal ein bisschen hier wegschneiden. Ich schneide unser Fleisch so in Stücke. Ich pack das hier wieder und unseren Karton einfach gleich rein. Die ersten sind nie so schön. Aber ungefähr so. In solche Stücke. Das jetzt mit dem ganzen Stück Fleisch. So, das ist unsere Pfanne und unsere Pfanne wird jetzt gerade heiß. Wir machen nur noch eine große Pfanne daneben. Die ist nur nebensächlich. Die machen wir auch heiß. Da kommt unser Buttergemüse jetzt rein. Ich zeig das euch einmal. Hier ist das. Ich packe das einfach jetzt hier so rein. Aber das muss erstmal auftauen. Unsere Pfanne ist schon richtig schön heiß. Das sieht man hier auch. Jetzt nehme ich hier so ein Fleischstück ohne Gewürze und lege die hier alle in einen Ring rein. Jetzt überall hier Pfeffer drüber. Jedes Stück. Und dann kommt hier frisches Meersalz. Ja. Auf einmal. Mein Trick und mein Tipp. Zimt. Zimt gehört für mich an jedes Fleisch dran. Das hat immer so einen Spezialaromen, besonders bei Rind und Lamm. Heute kochen wir mal mit Schwein. Aber ich glaube, das passt auch ganz gut. Wer es kann, der kann mit Stäbchen jetzt hier kochen an der Stelle. Ja. So, unser Fleisch brutzelt. Das ist die letzte Portion, die wir jetzt hier haben. Kommen jetzt unsere Möhren dazu. Ich hatte noch eine halbe Paprika
Die tue ich jetzt einfach auch noch mit rein. Steht nicht im Rezept drin, aber das ist ein Resteessen. Paprika kann man halt auch perfekt da reinbacken. Verändert nicht viel vom Geschmack. So, unser Fleisch sieht super aus. Jetzt tun wir hier nochmal reingucken. Das ist unsere Gemüsepfanne mit dem restlichen Fleisch schon. Geben wir nämlich das alles jetzt dazu. Die Pfanne ist heiß. In die heiße Pfanne packe ich jetzt unsere Nudeln rein, damit die den restlichen Aroma mitnehmen können. Da. Jetzt kommt unsere letzte Zutat dazu. Und hier Creme Fraiche. Dann verrühren wir das jetzt einfach hier miteinander. Die Nudeln kommen jetzt auch noch dazu. Jetzt lassen wir alles nochmal heiß werden. Und fertig ist unser Essen schon. Hilfst du? Mhm. So, unser Essen ist fertig. Das ist ein Nudelgericht für wenig Geld. Und super lecker. Ich meine, das sieht schon super lecker aus. Es sieht richtig lecker aus, ja. Ich habe übrigens, wenn man kein Creme Fraiche findet mit Kräutern, dann einfach die Gartenkräuter oder Tiefkühlkräuter verkaufen. Normales Creme Fraiche. Und fertig ist das eigentlich schon. Das ist unser Essen. Ich habe dafür noch keinen Namen gefunden für dieses Gericht. Aber ich glaube, es wird richtig lecker und dann werde ich mir irgendwas überlegen. Und dann werdet ihr den Namen darüber natürlich lesen. Und bon appétit.